hier ist Ronja und die Easy und ich erraten heute Emojis aus Serien und andere Dinge aus Emojis. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann ist es hoffentlich ziemlich selbsterklärend, das Ganze. Aber wir kriegen... Ich versteh's nicht. Du verstehst, ja. Na klar. Die Easy versteht's nicht. Doch, jetzt fang an. Wir haben Kategorien und dann kommen Emojis. Wie zum Beispiel hier. Easy, welcher Serie ist das? Was? Kennst du es nicht? Akte X. Ja, oder? Also X-Files. Ja, das ist Akte X. Das ist Akte X. Das ist einfach. Ja, das ist ein einfaches zum Starten. Easy sieht übrigens meinen Bildschirm, also nicht wundern, wie sie das macht. Aber, ne? Ja, auf telepathischen Wege. Ja, cool. Okay, ja, es ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie englisch haben. X-Files. Ja, das ist richtig. Okay. Spiel. Es ist ein Polizist gegen die Bombe. Cops versus Bombers? ich glaube, es ist eigentlich ein deutscher Titel, glaube ich. Jetzt, also wirklich also, ins Deutsch? Eigentlich schon, ja, ja. Okay. Polizist gegen Bombe, was soll das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Officer versus Bombe. In welchem Spiel ist man denn ein Polizist und entschärft Bomben? Ach, das ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Ich dachte, das wäre eine Serie. Nee, nee, nee. Ach so. Diesmal ist es ein Spiel. Da steht immer drüber. Ja. ich kenne kein Spiel, in dem man Bomben entschärft. Oder Bomben... Warte. Ich glaube, es ist Counter-Strike, weil da bist du entweder ein Terrorist und platzierst eine Bombe oder du bist ein Counter-Terrorist und entschärfst die Bombe. Das ist mein bester Guess, den ich jetzt habe. Okay. Okay. Ja, dann let's go. Wusste ich. Ja, wusste ich. Ich bin so ein Biest. Okay. Easy. Übrigens an alle Zuschauer, ihr könnt gerne mitraten unten in den Kommentaren oder ich mache kleine Abstimmungen ab und zu, dann könnt ihr ein bisschen miträtseln. Ansonsten haben wir hier einen Film mit einem Alienkopf, einem Fahrrad und einem Mond. Oh Mann, ich weiß, welcher Film das ist. Ich meine, ich weiß auch, welcher das ist, aber ich weiß den Namen nicht. Ist es nicht E.T.? Ist, ja, E.T., ziemlich sicher. Warte. E.T., okay, easy. Ja, nice. Wir sind voll gut da drin. Okay, ja. Musik. Drei Flugzeuge. Nice. Airplanes. Oh, vielleicht ist es Airplanes. Es gibt doch ja, nicht das Airplanes. Der Song, ne? Airplanes. Yeah. Airplanes. Ja, ja. Airplanes? Ja, huh. Schlag ein! Okay, Serie. Das ist Deutschland sucht den Superstar. Sag ich. Nein! Oder? Oh doch, du bist genial! Oder? Wenn das jetzt nicht ist. Ja, auf jeden Fall. Easy. Ist das eine Serie, technisch gesehen? Naja. Hm, naja. Ja. Naja. Okay. Minecraft, ja, oder? Ja, das ist doch Minecraft. Bitte, wenn nicht, dann ist es peinlich. Ja, wow. Stimmt. Aber das ist überraschend einfach, wenn man nur so zwei, drei Emojis hat, um die Sache rauszuraten. Was soll das denn sein? Okay, kennst du viele Filme mit Pinguinen? Ich kenne die Pinguine aus Madagaskar. Ich kenne die anderen Madagaskar-Teile, die heißen die Pinguine. Warte. Es gab mal so einen, da haben die so eine Wanderung gemacht. Da war so ein kleiner Pinguin, da gab es auch einen zweiten Teil von. Reise der Pinguine? Nee, der hatte... Warte, der hieß Happy Feet oder sowas. Das macht auch Sinn mit den Füßen ja, und dem glücklichen Gesicht. Oh, ich Happy bin so gut da drin. Oh mein Gott, ich Ronja. Ich hab jetzt alle richtig, beziehungsweise wir beide zusammen. Das eine hätte ich. Musik. The Eye of the Tiger. Ja, das von Katy Perry, oder? Ja. Ist das von Katy Perry? Ja, kann gut sein. Nee, ja, auf jeden Fall hat sie nachgemacht. Ja, doch, sie hat es mal gecovert oder so. Ah, oder einen neuen Song gemacht. Das machen die oft in der Musik, ja? Das ist so. Ach, sowas also niemals. Okay. Was soll das denn Serie, sein? Serie, Schuh und Totenkopf. Hä? Der Schuh sieht aus, als würde er den Totenkopf treten. So ein Skullkicker oder so muss es sein. Man kennt es. Skullsmasher. Ich sag jetzt einfach mal Skullsmasher. Du sagst Skullsmasher. Warte mal. Was sagst du? Ich überlege, es kann nicht so schwer sein. Ich meine, es muss ja irgendwas Bekanntes sein. Ich habe noch nie von einer Serie gehört, die Skullsmasher heißt. Deswegen bin ich da noch ein bisschen... Ich will jetzt nicht deinen Vorschlag schlecht machen, aber ich glaube... Oh, das ist The Walking Dead, oder? Das macht Sinn, oder? Weil es ist ein Schuh und er läuft und der Totenkopf ist tot. Ja, das macht wirklich mehr Sinn als Skullsmasher. Easy. Genial. Aber es könnte natürlich auch Skullsmasher gewesen sein. Also, die Option. Das ist nicht ausgeschlossen. Sollte man sich immer offen. Okay, nächstes.
Mario Kart. Das ist irgendein Rennspiel. Sieht das für dich aus wie Mario? Der gelbe Mann mit Schnurrbart. Das ist Simpsons irgendwas. Da gibt es ein Simpsons-Rennspiel. Gibt es ein Simpsons-Kart? Simpsons-Kart, stimmt. Es ist irgendein Kart. Es ist auf jeden Fall irgendein Kart. Okay, was könnte es sein? Irgendein Rennspiel? Ich meine, vielleicht ist es das nächste dran. Es gibt zu viele Rennspiele. Ich meine, wo ist denn ein gelber Mann? Ja, das ist die Frage so. Ich sag, wir gehen für Simpsons Kart und wenn es falsch ist, dann ist es nicht unsere Simpsons Schuld. Simpsons Kart. Das kannst du bestimmt, oder? Aber du willst doch nicht unsere Statistik früher versauen, Ronja. Wir haben schon alle fertig. Wir müssen das jetzt raten. Hast du eine Idee? So viel, ich habe früher immer Moorhuhn-Kart gespielt, aber das ist es garantiert nicht, weil das ist kein Huhn. Was gibt's denn? Kennst du noch andere Rennspiele? Ich meine, ich kenne noch die ganzen Need for Speed-Teile, aber da wüsste ich nicht, warum der Mann gelb ist. Nee, das weiß ich auch nicht. Oh, ich habe neulich Motorsport-Manager gespielt. Das könnte auch noch sein. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag Simpsons Kart. Ching! Es ist Motorsport. Ich habe es gerade noch gesagt. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein mieser Witz. Okay. Ah, komm, das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten, weil ich habe Kung Fu Panda. Oh, ja. Kung Fu Panda. Easy. Yeah! Musik. Ghostbusters. Ach so, nee. Keine Geister. Raus mit denen. Ich gesagt, keine Ahnung. Ein Song, wo irgendwas mit Ghosts ist und die sind durchgestrichen. Genau. Vielleicht ist es Ghostbusters. Da gibt es doch auch einen Song zu. Ja, es kann gut sein. Ja. Ghostbusters. Es ist Ghostbusters. Du bist gut. Okay, Serie. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ist es ein Elchen oder eine Fee? Es ist eine Fee. Es ist auf jeden Fall eine Elfe. Ah, stimmt. Eine Elfe. Und das andere ist ein Gewichtheber. Strong Fairy? Ja, ich habe auch keine. Okay, vielleicht ruiniert uns das jetzt die Statistik. Fairy Smasher! Fairy Smasher! Was? Weightlifting für Kaiser? Wir waren knapp da. Wir waren knapp davor, aber das sind sowas jetzt aus der Bahn und damit kann man ja nicht rechnen. Das kam aus. Was ist das eigentlich für eine Serie von der gewichthebenden Fee? Was macht die? Worum geht's? Das muss sich auch mal jemand ausdenken und sagen, weißt du, was ich mache für eine Serie? Ich habe eine Idee. Ich nehme eine Fee und dann lasse ich die Gewichte heben. Und dann hat irgendein Producer gesagt, das ist eine saugute Idee, das machen wir. Was widerspricht sich so, ja? Okay, das ist ein. Also hätte ich gesagt Findet Nemo, aber das Alien wirft mich aus dem. Ach so, ein Spiel. Ja. Findet Nemo das Spiel. Was gibt es denn für Spiele mit Fischen? Unter Wasser, das muss ja irgendwas mit Unterwasser sein. Ja. Minecraft 1.13. Oh nee, das ist bestimmt Subnautica, weil da sagen sie in dem Spiel immer, das ist ein Alien Planet, quasi. Ja, stimmt. Oder? Ja, nice. Easy. Sehr gut. Okay. Das ist Spider-Man! Okay. Das ist ein einfacher. Das war easy. Okay, was haben wir hier? Musik. Küssen das Smiley. Ich hätte Guns N' Roses gesagt, aber das ist ja keine Gun. Es gibt doch irgendein Kiss of a Rose oder Kiss on a Rose oder irgendwas in die Richtung gibt's. Das ist Bon Jovi, meine ich. Weißt du, welches ich meine? Ich glaube, es ist Kiss on a Rose. Ziemlich sicher. From a Rose. Okay, nah dran. Das kann man werten lassen, oder? Also ich habe From verstanden. Ich weiß nicht, genau. Ich habe auch From gesagt. Ja, gut, dann ist ja alles. Ganz sicher. Okay, so. Das war's. Ende. Ende. Und wie viel haben wir jetzt? Haben wir gewonnen? Das weiß ich nicht. Wir hatten 2 nicht. Es waren 15. Das heißt, wir hatten 13 von 15. Und ich würde sagen, damit haben wir gewonnen. Das ist eine 1. Weißt du, im Abi? 13 von 15. Das ist eine 1. Das ist eine 1 minus, aber es ist eine 1. Ja, nice. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare, falls wir sowas nochmal machen sollen oder falls ihr 15 von 15 erraten habt. Oder falls ihr nicht in irgendeiner Welt auf Sun Yuk Weightlifting Fairy gekommen seid. Sorry. Habt ihr die Serie gesehen? Hat irgendjemand die Serie gesehen? Und ich google das jetzt. Gibt's die überhaupt? Das kann ja nicht sein. Ja, Sun Yuk ist eine Gewichtheberin. Gar nicht. Sun Yuk. Das ist einfach. Das stimmt gar nicht. Sehr egal, überhaupt. Okay, dann könnt ihr gar nicht 15 von 15 haben. Wir haben 13 von 14. Easy.
Na gut, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen und Easys Kanal. Ihre ist in der Infobox verlinkt und ansonsten sehen wir uns nächstes Video wieder. Macht's gut, ciao!